Es hat hier in Harlein zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr zusätzlich zu den normalen Regenfällen, die schon sehr stark waren am gestrigen Tag, eine lokale Starkregenzelle gegeben, die in einer Stunde rund 60 Liter pro Quadratmeter ausgeschüttet hat. Und die hat den Kotbach, der vom Thürnberg runterkommt, stark anschwellen lassen. Dieser hat sich verglaust durch Fahrzeuge, PKWs, die reingeschwemmt wurden. Und dadurch ist er ausgetreten und hat die Altstadt überflutet. Und die Schäden sieht man, die sind gigantisch. Gigantisch ist auch die Einsatzbereitschaft der Hilfskräfte, der Einsatzkräfte, der Nachbarschaftshilfe. Ich habe alle fünf Minuten Anrufe von Leuten, die sagen, wo kann ich helfen, was kann ich tun. Es bringen Leute Essen für die Einsatzkräfte. Also der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist hervorragend. Man sieht hier überall, die Menschen räumen zusammen und versuchen, den Schlamm aus den Häusern zu bringen. Mit welcher Hilfe können sie in den nächsten Tagen und Wochen rechnen? Natürlich gibt es Ansprüche über den Katastrophenfonds, entweder direkt über elektronische Einmeldung oder über die Gemeinde. Man muss sich jetzt insgesamt einmal ein Schadensbild machen und unsere bewährten Instrumente werden dann entsprechend greifen.